Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind hier heute ein Grias am Brenner, also in Brenner, kurz in Richtung Österreich, der erste Bahnhof danach. Und es schneit, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt schneit. Es ist sehr kalt, also unten war überall richtig extremer Wind, jetzt hier zum Glück nicht, sonst wäre es hier ja unaushaltbar. Aber eben, eigentlich wollte ich Franzensfest in der Gegend was machen, aber da hatten wir Windböen mit locker 30-40 km/h Windgeschwindigkeit, also nicht mehr menschlich. So, gerade überlegt, ob das jetzt schon der Eurocity ist oder nicht. Nein, der kommt erst danach. Hier haben wir jetzt einen TXL-Zug Richtung Brenner. Das sieht ja einfach grandios aus mit dem ganzen Schnee herumgewirble. Natürlich die besondere Sonderbeklebung an hinterer Stelle. Übrigens war es die komplett richtige Entscheidung, hier nicht mit dem Auto herzufahren. Hier könnte man eigentlich mit dem Auto hoch. Alles voll. Schon zu Fuß ist es streng. Naja. Eurocity von Bologna nach München. Ich werde hier nur warten, bis ein, zwei Züge vorbeikommen aus Richtung Innsbruck, Foto machen und dann wieder zurück. S-Bahn von, wow, Innsbruck nach Brenner. Geil! Geil! Ja, Mann! Geil! Doppelte ÖBB, DB Vectron. Hinten dran eine Schiebelok Locomotion 189912 Richtung Brenner. Geil! Ja, Mann! Da hat sich das Warten doch noch gelohnt. So, wir haben jetzt einen neuen Tag. Ich bin jetzt wieder hier in Innsbruck und ja, ich blende euch mal die Aufnahme ein. Ich habe gerade den neuen Railjet verpasst. Ich bin extra schnell rüber auf Gleis 1 gerannt, wo er gestanden ist und dann ist er gerade in dem Moment weggefahren. Jetzt habe ich noch eine kleine Besonderheit für euch und zwar direkt vor mir. Da steht nämlich der sonderbeklebte Talent, den ich euch mal zeigen wollte, als wir in Grias waren. Und den zeige ich euch jetzt beim Ausfahren. Der fährt vom Brenner nach Hochfilzen, eine S-Bahn. So, die Doppeltraktion wird zu einer einfachen. Die kam in doppelt aus Richtung Brenner und jetzt fährt er einfach weiter nach Hochfilzen. Ich weiß nicht, was das heute für ein Video wird, aber ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin hier in der Bergiesel-Schleife in Innsbruck. Hier halten die Straßenbahnlinien 1 und Linie 6. Linie 6 geht nach Igels Bahnhof, also den Berg hoch. Das ist eine Panoramastrecke und die ist jetzt ab Dezember wieder offen. Da vorne sehen wir auch schon die Straßenbahn und mit der fahre ich jetzt mal hoch nach Igels
und danach wieder runter. Dann nehme ich euch noch kurz mit. Also das hat sich ja mal gelohnt. Schaut euch das an. Also einfach nur wunderschön hier im Igels Bahnhof. Da dahinter. Einfach nur wunderschön hier. Übrigens mittlerweile haben die neuen Wagen vorne und hinten ein Steuerelement. Und früher hat man hier eben Wendeschleifen gehabt und hier im Bahnhof eben auch. Hier ist man dann zurückgefahren und hier wieder her. Und konnte dann wenden, gleich wie unten am Bergisel-Haltestellenpunkt, wo wir vorhin waren. Also hier sieht man das mit der Schleife noch mal besser. Hier im Schnee ist er noch leicht erkennbar. Ja, und heute gibt es leider nur dieses etwas kleinere Video. In nächster Zeit wird es generell ein bisschen schwieriger, zweimal die Woche ein Video zu bringen, welches 10 Stunden lang ist. Eben da wird sich ein bisschen was ändern, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst ein bisschen. Aber dennoch, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut und ciao. Thank you.